Damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video von unserem F1 Manager 2022 Ferrari Challenge Projekt mit einem Schumacher und Ferrari. Letzte Saison haben wir es komischerweise nicht geschafft, das Rennen zu gewinnen. Das irritiert mich fast und wir gucken mal, was wir diese Saison leisten können, denn eigentlich denke ich, dass wir deutlich weit vorne sein müssen. Und wir schauen uns einmal die Ergebnisse an. Q1, Theo Pourchaire, na wer sagt's denn, im Ferrari. Vor Mick Schumacher, das 2/10, 43,2. Gut, jetzt Schumacher später auch nochmal bekommen, Gott sei Dank. Und Charles Leclerc. Jo, da geht einiges tatsächlich. Und interessant sind die ganzen Strafversetzungen. Also die Pole Position ist eigentlich gar nicht mal ausgeschlossen. Oh hier, Schumacher, 98% Vertrauen. Charles Leclerc, 91%. Wir wollen jetzt nicht dran rumspielen. Er kommt ja damit klar. Es kann nicht sein, dass mit frischen Reifen nur wer Vettel aufgehalten hat. Ich möchte Beschwerde einlegen bei der FIA. Vettel hat mich behindert und deswegen habe ich hier so eine Zeit. Es geht so nicht. Es kann nicht wahr sein. Ehrlich. Das regt mich schon wieder auf, ne? Schuber ist mit den gebrauchten Reifen mal eben auf Platz 2 gefahren. Nee. Radio check. Ohohoho. Die wollen es alle wissen. Wir haben einen Augenblick gewartet, dann gehen wir. So. Junge, 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 Junge. Jawoll. Die ersten Zeiten trudeln ein. Schumacher schön in der Mitte. Oh, Sainz und Gasly, super. So, wir müssen ganz schnell Reifen wechseln. Das ist jetzt die Chance, dass unser Schumi auf die Pole fährt. Er muss es alleine richten. Er hat also keine Schützenhilfe diesmal. Wir werden ihn bei 4 rausschicken ungefähr. Nein! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, komm. Dann schicken wir ihn halt als letztes raus. Ich kann es ja nicht ändern. Als erstes oder als letztes. Oh, da war schon wieder gelb, ne? Bitte fahr so. Oh, gelb in Sektor 2. Es kann doch nicht wahr sein. Jemand ist von der Linie abgekommen. Immerhin Platz 2. Ich sag's euch, der hätte auch die Pole kriegen können. Aber Max Verstappen geht ja strafversetzt. Jawohl. Das heißt, Schumacher startet sogar von 1. So sieht also die Strategie aus. Charles Leclerc geht mit Hard ins Rennen, dann auf Medium. Hier steht Startposition 8. Ich glaube, nach den ganzen Teilewechseln wird er vermutlich von ganz hinten starten. Und Schumacher Soft, Medium Soft. Vielleicht gehen wir auch noch mal später auf die Mediums oder wir gucken mal, würde das tatsächlich etwas bringen, die Mediums aufzuziehen. In der Tat. Gut, komm, ich habe es mir überlegt. Wir machen mit Schumacher doch lieber nur eine Einschubstrategie. Müsste eigentlich die schnelle Variante sein. In Runde 20 geht er dann auf die harten Reifen. Ich denke. Ja. Wir testen das jetzt mal so aus. Ja, Charles Leclerc kriegt Strafversetzung ganz dick. Ist uns bewusst. Es ist dann etwas bewältigt. Alle Teile getauscht, weil ich schon sich für Platz 12 qualifiziert hatte. Da hinten steht er ganz schräg. Oh, da sehe ich tatsächlich die Softs auf dem Red Bull von Perez. Oh, die gehen alle auf Softs. Perez mit gebrauchten. So, wir lassen den Schumi erstmal fahren. You can do this. This is awesome work, come on.
Come on, genau, komm, überholen Modus. Red Bull hat einen Platz gewonnen. Overtake will be available. Overtake Button. So, hinten kämpft Charles Leclerc. Oh, Verstappen ist auch hinter ihm. Gut, lass mal so kommen. Ziehst du da rein? Ja, komm schon. Komm. Komm. Und jetzt in Kurve müsste unsere sein. Das geht, komm. Jupp. Keep doing this job. Nice job, richtig. So. Das läuft schon mal. Sehen wir uns das mal an. Sehen wir uns sehen das mal an. Valtteri Bottas. Ein Ausritt. Nicht gerade Grund zur Freude. Oh, da kam der Charles Leclerc im Hintergrund. Der direkt hinter Bottas klebt. Schumi kurzzeitig auf Platz 2. Das ist nicht schlimm. Bin gerade im Reifensparmodus mal unterwegs. Genau, in reinziehen und drück auf die Tube. So, alles raus und aus der Kiste. Junge, das sah aber knapp aus. Schleudern. Sehen wir mal, was da passiert ist. Schauen wir mal genau hin. Konzentrieren wir uns auf Tsunoda. Und die kommen alle hier um die Kurve. Da kommt jeder Ferrari. Ah, die haben. Das ging ja nochmal gut. Das Team ist. Jetzt bin ich gespannt. Gelbe Flagge. Da ist wohl jemand von der Linie abgekommen. Ah, das war Daniel Ricciardo. Sieh mal einer an. Daniel Ricciardo ist hier verwickelt. Ganz von der Ideallinie abgekommen. Meint aber nicht angeschlagen zu sein. Jawohl! Hier sehen wir jetzt Max Verstappen. Schon traurig. Tut mir leid, dann muss ich mich darüber freuen. Oh je, oh je, oh je. Der Wagen ist außer Kontrolle. Oh je, oh je, oh je. Außer Kontrolle. Jetzt ist gedreht. Übertreib doch nicht. So. Eine Runde lassen wir Schumacher länger fahren. Ich traue mich nicht, das hier zu machen. Dahinter liegen Autos aufhalten, weil ich denke, das wird nichts. So, Schumacher über Startziel. Und er kriegt definitiv die. Die harten. Die Frage, die ich mir stelle. Hätte er die Möglichkeit, einmal jetzt noch soft zu fahren. 18 Sekunden, die man aufholen muss, aber wir weisen Schumi an, doch die harten Reifen aufzuziehen, ganz normal, so wie es geplant war. Er wird den frischeren Satz haben. Das muss eigentlich funktionieren. Red Bull ist weiter vorne. Machen wir uns erstmal noch keine Sorgen. Er geht mit dem Satzreifen so gut um. Mit den frischen Mediums wird er fahren wie die Feuerwehr auch. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Allerdings wird er auch ein bisschen nach hinten rutschen. Genug Energierückgewinnung. So, Schumacher rollt schon wieder. Oben im Knick. Da kommt er raus. Nein, nein. Oh mein Gott, ich habe gerade gedacht, er schlägt ein. Oh mein Gott. Das ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Das gibt's doch gar nicht. Uiuiuiuiuiui. So, und jetzt könnte man eigentlich genau das andersrum machen. Man könnte Schumacher bremsen lassen. Lässt Charles Leclerc vorbei. Das könnte funktionieren. So, wir können mit Schumacher eigentlich jetzt alles hier easy going. Wer kommt da von der Linie ab? Eins. Die schnellste Runde. 44-2. Da hat sich wohl ein Wagen gedreht. Und ganz kleinen Ticken nehmen wir hier noch mit von dem. 1,5 Sekunden. Aber auch Sergio Perez ist echt schnell unterwegs. Und Charles Leclerc ist vorbei. Oh, Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. So, jetzt ist er erstmals Puffer zwischen Schumi und Perez. 2 Sekunden.
Wenn Verstappen keine Punkte kriegt, dann sieht das hier ausgezeichnet aus. Da blockieren die. Nein! Nein! Sehen uns das genauer an. Okay, aufgepasst. Da ist Schumacher. Und da, ja, die Räder blockieren. Sag denn ja? Natürlich nicht. So eine Scheiße. Mann, er hat es selber in der Hand. Das kann nicht wahr sein. Oh Mann, ey. Naja, bloß nicht in Panik verfallen. Das müsste er auch so regeln können. Wir lassen jetzt mal normal fahren. Das Einzige, den wir jetzt ein bisschen jagen werden, ist... Oh Mann, diesmal komm, geh vorbei. Overtake-Button. Das gibt's doch gar nicht hier. Das klang nach Dreher. Jawohl. Hier geht richtig die Post ab. Es kann nicht sein. Aber Schumacher ist bald draußen. Und Alonso macht jetzt hier schön den Bremsklotz, ne? Es kann nicht sein, ey, ehrlich. Oh, was sagen die Reifen? Ja, das geht. Du musst vorbei. Egal wie. Komm. Da ist die Wiederholung. Da ist die Wiederholung. Da ist der Ferrari. Schumacher geht an Carlos Sainz vorbei im Alpin. Derjenige, der ihm den Platz wird der andere Fahrer überholt. Richtig. Und ich kann mir vorstellen, Sainz jetzt noch mehr enttäuscht ist. Letzte Runde beginnt. Komm schon. Da muss einfach was möglich sein. Schumacher ist Platz 3. Ja. Yes. Wir geben die Punkte. Ferrari rückt um eine Position vor. Lieber Charles Leclerc, statt wir sie Perez geben. Aber das, was ich abgefahren finde, man darf nicht vergessen, Charles Leclerc ist vom letzten Platz gestartet. Von Platz 20. Und er gewinnt hier offensichtlich das Rennen. Also, das nenne ich eine absolute Megaleistung. Eine absolut heftig krasse Performance. Zu Recht gewonnen. Absolut das zu Recht. Ist Leclerc. Charles Leclerc ist der Sieger heute. Schön. Freut mich sehr. Uiuiui, 19 Plätze nach oben. Was für eine Performance. So, Max Verstappen bekommt einen Punkt. Gut, Schumacher kann sich auch weiter absetzen, Gott sei Dank. Allerdings sind jetzt hier wieder 20 Punkte dazwischen, aber das lässt sich so einfach verschieben wie nichts anderes. Boah. Und 73 Punkte Vorsprung vor Verstappen. Also eigentlich steht dem zweiten Titel, damit den Titel auch in Folge von Mick Schumacher, nichts mehr im Weg.